Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Dieses Mal, um den Captain Jessop zu finden, der uns über Funk erreicht hat, aber wo ist er? Können wir eventuell hier die Truhe öffnen? Komm schon. Geht's? Stemm das Ding auf, Lara! Und, was ist drin? Wieder Bergungsgut. Nur Bergungsgut. Okay, nichts wie runter jetzt. Wo ist Captain Jessop? Da oben eventuell. Da sehen wir schon den Rauch. Das Rauchsignal. Aber erstmal natürlich hier alles begutachten und transferieren, was wir alles finden können auf dem Wege. Denn das kann sehr hilfreich sein, ihr wisst das ja. Ich will ehrlich gesagt auch nicht sehr viel Zeit damit verschwenden, weil wir es ja auch eilig haben hier. Wir sind in Not. Oh Mann. Und das sehr in Not. Schaut mal da, das können wir doch öffnen. Zack. Und zieh das gute Stück. Vielleicht gibt's hier Haribos drinne. Hey. Eins von drei Teilen gefunden, Gewehr. Und hier ist wahrscheinlich noch so ein Buch. Ein Dokument über die Vorfahren hier. Und von der Geschichte. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Heilkräuterfiole. Immer diese Naturalheilkundler. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr auch schon mal so eine Naturalheilkunde gemacht? Ist besser als hier Tabletten zu nehmen. Ich habe da schon Freunde, die ja das gemacht haben. Und sogar gut damit heile bzw. gesund geworden sind. Finde ich eigentlich ganz cool. Also besser als irgendwie Tabletten. Das sei mal klargestellt. Weil die haben ja so oder so zu krasse Nebenwirkungen. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss rüber. Aber das mache ich nicht. Das ist Schwachsinn. Vielleicht kann ich auf dem Baum dahin nach hinten. Ich muss ja einen Weg da nach oben finden. Über die Treppen. Oder? Nee, das ist sogar falsch. Ich versuch's mal. Shit, ich muss runter, ich muss runter. Das ist klar. Okay, jetzt bloß nicht die Gelenke brechen. Oh, es ging sogar. Dankeschön. Das macht keinen Sinn. Ich muss hoch. Muss einmal rüberspringen. Sehr schön. Und jetzt hier auch nochmal rüber. Sehr praktisch. Zwei von drei Teilen gefunden. Ich glaube, der dritte Teil könnte hier irgendwo noch sein. Zahlen. So. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Das ist eine gute Frage, Lara. Sehr gute Frage. Moment, das zünden wir noch an hier. Komm schon. Voila. Wieder Bergungsgut. Ich nehme alles mit und ich werde das Ganze hier erforschen. Schade, hier gibt's nichts mehr. Vielleicht oben. Ich muss da ja irgendwie rüberkommen. Vielleicht muss ich auch rüberklettern. Wer weiß. Haben wir ja auch schon gehabt, dass wir mal klettern mussten. Mit unserem Haken. Okay. Ich weiß, glaube ich, den Weg langsam. Sehr schön. Das auch nochmal anzünden. Okay, und jetzt wohl hier rüber. Doch die Frage ist, wie? Ah, ich hab's. Kurz nochmal Seilhaken. Und zack. Das hat natürlich nichts gebracht, weil ich da rüber gehen muss. Und ich denke mal, wir brauchen wahrscheinlich den Baumstamm hier. Das könnte gut klappen. Ich versuch's nochmal. Ups. Aber nicht angreifen, sondern hier den Seilhaken benutzen. Okay. Geht's nicht? Muss doch irgendwie klappen. Shit. Enttäusch mich nicht.
Okay, das klappt nicht. Wir müssen irgendwas anderes nehmen. Vielleicht oben. Oder? Diesen Stamm hier. Ich muss alles versuchen. Probieren geht über Studieren, ihr wisst das, ja? Im schlimmsten Falle auf dem Flugzeug. Auf dem kaputten Flugzeug. Auf dem kaputten Flugzeug. Nur das kann es auch eigentlich sein. Weil was anderes kann ich mir ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Schaut mal, wenn ich hier oben bin. Oh, Backe. Das ist mies jetzt. Das ist echt mies. Ich versuch's mal. Shit, es ist wirklich was unten, oder? Probieren geht über Studieren, wie ihr wisst. Shit. Ja, das ist ein bisschen Knobeln auch. Was ich eigentlich auch nicht so schlecht finde. So, einmal kurz fallen lassen. Oh, das hat wehgetan. Daneben vielleicht hier drüben. Das könnte es ja auch sein. Hier. Hier vielleicht. Aber hier haben wir das ja schon gemacht. Komm schon. Klappt nicht. Ein bisschen genauer gucken. Guck da hinten. Ich hab's doch. Ich Blindfisch. Na ganz toll. Alles umsonst gesucht hier. Hier ist es. Zack. Und jetzt kann ich schön rüber. So viel Zeit verschwendet. Nur einen blöden Seilhaken. Aber ich finde, das fördert auch ein bisschen so das Denken. Erinnert mich so ein bisschen auch an Prince of Persia. Solche Spielsysteme, vor allem wenn du so überlegen musst, wie du rüberkommst. Und wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Wie gesagt, es wird einfach nur blind gespielt, mehr nicht. Einfach nur blind. Was ihr bestimmt auch gemerkt habt. Und jetzt? Kurz anzünden nehmen. Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay, 774 Bergungsgut. Jetzt stellt sich die Frage, wie soll ich da rüberkommen? Oh mein Gott. Hier geht, glaube ich, nichts. Gar nichts. Oh oh. Das wird schwierig. Ich sehe es jetzt schon kommen. Sehr schwierig. Problem ist, ich kann das ja auch nicht hier kaputt machen, die Barriere hier. Normalerweise müsste das ja gehen, wenn wir schon solche krassen Seilhaken benutzen können. Dann müsste das klappen, normalerweise. Guck mal nochmal, sicherheitshalber. Shit, das ist echt mies hier. Sehr mies. Ach du Scheiße. Gut, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich eventuell den Weg gefunden habe. Weil ich denke, das würde nur von der Atmosphäre ein bisschen wegnehmen und diese sogar zerstören. Bei so einem Survival-Game. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe den Weg gefunden. Wir mussten einfach eigentlich nur hoch. Mehr nicht, unten musste ich nichts machen. Das ist ja mal was. So, und jetzt heißt es wohl klettern. Ja, ja. Die Lara mag ja auch übrigens klettern, das kann sie sehr gut. Und deswegen ist sie halt auch sehr erfahren in dem Bereich. Sie kann aber übrigens auch so Fußball spielen oder Basketball spielen. Aber eben nicht ihre Ultra-Stärken. Das wissen wir ja. Und nichts wie hoch jetzt. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Ich glaube, der pinkelt da hinten. Shit, der würde mich hier sehen. Ich muss eine tiefer gehen. Okay, gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen? Scheiße. Ja. Was wird's denn sein? Ja. Fettige Pommes. Ein kaltes Bier. Oh Mann, das klingt großartig. Was machst du? Ich bin in einem Bett. Ich
schnell weg hier. Grab in der Nähe. Karte aktualisiert. Oh oh. Und das ist übrigens unsere Map. Für die Leute, die sich natürlich fragen, was das Ganze hier sein soll. Hier ist ein Grab. Das können wir normalerweise auch abchecken. Oh Mann. Soll ich da wirklich rein? Komm schon, einmal müssen wir das doch machen, oder? Ich bin gerade so neugierig. Im Übrigen wollte ich euch auch mal kurz sagen, dass ich auch sehr reisen mag. Also auch so auf Entdeckungsreise. Erkunden macht eigentlich viel Spaß. Ich mochte zwar nicht so viel Erdkunde, aber das hat ja auch weniger mit Reisen zu tun. Was ist hier im Grab? Bisher keine Skelette oder so gesehen oder Totenköpfe oder sowas, was ja eigentlich meistens der Fall ist. Heiliger. Ups, die Urne ist kaputt gegangen. Oh oh. Hier sind Skelette. Komische Welt. Hier gibt es vieles. Und so ein rollender Totenkopf ist jetzt auch nicht schön. Ach du Scheiße. Halle des Aufstiegs. Wie geil ist das denn bitte? Die dunkle Bruderschaft, wie bei Skyrim, oder? So fast. Oh mein Gott, und hier ist der Sturm wieder so stark. Das kennen wir ja. Ich glaube, ich habe was gehört. Die Tür ist aufgegangen. Das große Tor. Kommt, ich renne mal durch. Ich versuche es. Oh Mann. Das gehörte früher zu Yamantai. Alter Falter. Ein Pferd. Ein Goldpferd. Und jetzt kann ich wohl hier drehen. An der Kurbel. Dann wollen wir mal. Los geht's. Ich hoffe, das bringt's. Oh oh. Nicht, dass das gegen uns knallt. Was mache ich jetzt? Ich muss da hoch anscheinend. Shit. Okay, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. Kurz kurbeln. Dann soll ich da hoch, ne? Genau. Schnell. Frage ist wie. Frage ist wie. Ich glaube, ich muss da hochspringen. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ach du Scheiße. Gut, das war schlecht. Ja, das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn sogar. Ich muss hier drauf, doch die Frage ist wie. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Shit. Was ist das hier nur? Gleich hier drauf. Und dann? Heiliger. Na, ganz toll. Also da hochzukommen wird schwierig. Ich kann mir ehrlich gesagt gerade überhaupt nichts erklären. Kann ich das hier eigentlich so schieben? Gibt es ja auch eigentlich so in einigen Spielen, dass man so etwas verschieben muss. Aber irgendwas ist hier. Wenn ich das hier kurbel, dann kann ich da ja gar nicht drauf. Das ist das Problem. Versteht ihr, was ich meine? Hier runter auch nicht. Ich muss da irgendwie hoch. Und die Frage ist wie. Shit. Das ist echt mies hier. Tja,
Tja, die Frage ist wie, liebe Lara. Ich würde es gerne wissen. Vielleicht? Ich habe eine Idee. Eine sehr gute. Shit. Vielleicht mit der Pistole. Auch nicht. Scheibenkleister. Ich muss irgendwie hochkommen. Ja, von hier aus kann ich das auch nicht bewegen. Das ist das Problem. Oh, oh. Hey, hier kann ich auch was benutzen. Die Luken sind zu. Was gibt's hier noch, was ich zumachen muss? Ich verstehe. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Und jetzt schnell drauf. Okay. Und jetzt hoch. Sehr schön. Und jetzt hier drauf? Gott, war das schlecht. Jetzt weiß ich. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Okay. Beeilung, 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 Beeilung. Ja, da fühlt man sich schon besser, wenn man ein bisschen nachdenkt. Okay. Jetzt hier. Das ist Nummer 2. Und jetzt. Das kennen wir auch. Hier sofort draufspringen. Und dann da nach hinten. Und ich glaube, da brauche ich gar nicht meine Spitzhacke zu benutzen, weil... Deswegen bin ich, glaube ich, auch gerade runtergefallen. Oh, Backe. Na gut. Nochmal. Das Timing. Okay. 1, 2, 3. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Komm schon. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Nein! Das ist unglaublich schwierig. Das ist echt schwierig. Scheiße aber auch. Shit. Gut, dann nochmal. Jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sekunden kurz warten, dann wieder drauf. Vielleicht bleiben wir dann ein bisschen mehr drauf. Ein bisschen länger wäre jetzt gar nicht so verkehrt, oder? Okay, jetzt aber. Und? Sehr gut. Ich hab's geschafft, endlich. Heiliger Bimbam. Das hat lange gedauert. Komm schon. Lara. Und einmal springen. Und weiter. Jetzt auch nochmal springen und zack. Wir haben es geschafft. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Heftig. Ist ja wie der Film fast, ne? Tomb Raider. Und diese buddhistischen Bilder oder Statuen haben es auch in sich. Falls das überhaupt buddhistisch sein soll. Vielleicht finde ich ja was. Hier ist eine Truhe. Kluges Köpfchen. 1 von 3. Handfeuerwaffe gefunden. Gecoachte Karte, Belohnungsorte ansehen und so weiter und so fort. Jetzt kann ich theoretisch wieder zurück, ne? Das war's, glaube ich. Geile Ruine. Das ist halt auch dieses geile Feeling bei Tomb Raider. Ich habe das ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so gespürt und das macht mir unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Und ich finde, ich schlag mich auch eigentlich ganz gut. Klar, brauche ich ein bisschen jedes Mal gerade zu überlegen jetzt hier zum Beispiel. Das war echt heftig hier, finde ich. Und wir sehen uns bei einem nächsten Part. Bei Let's Play Tomb Raider. Wenn wir vielleicht zu dem Signal gehen, zu dem Leuchtfeuer da.
Das wird geil. Das wird richtig spannend bestimmt. Mal sehen, ob der Captain lebt.